Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play LS17. Ja, auf der Map Sibasusum. So, wir waren dabei, die ganzen Maschinen laufen schon. Moment, was haben wir denn hier? Ach ja, wir haben den Frontlader dran, genau. So, ihn klappen wir mal aus, weil wir wollten ja ein bisschen schwadern. Dann machen wir das mal wieder mit unserem GPS, das ist das ein bisschen einfacher. So. Eigentlich passen, wenn wir so machen. Moment, so. Moment. Ach komm, wir machen es einfach ohne GPS. Runter, das kriegen wir ja wohl auch so hin. Genau, legen wir die erste Schwart mal ab. Dann können wir demnächst erstmal unsere Ballen hier schnell noch wegpressen. Wir haben auch da auch noch so viel zu pressen. Ich weiß, Leute, ey. Ich weiß gar nicht, wohin mit den ganzen Ballen, das müssen wir noch sehen, aber... Na. So, genau. Der Drescher läuft, der Gruber fährt. Und wir holen schnell mal das Heu noch zusammen, dass das runterkommt vom Auge. Wir nehmen nicht alles auf, ne? Wir müssen ein bisschen weiter rüber. Wir müssen... Ein bisschen weiter rüber müssen wir. So. Jetzt haben wir die Spur, genau, wir nehmen das alles auf. Oh, was ist das denn? Hängt er fest? Oh. Ja, müssen wir gleich mal gucken, wo der festhängt. Cool. Ja, Mensch, ein bisschen bleibt liegen, ne? So, dann gucken wir mal, wo hängt er denn? Hängt er schon wieder auf einen? Nein, ich werde ja nicht mehr. Oh. Das hatten wir schon in der letzten Folge, ne? Na komm. Ihr guckt bitte alle weg. Weggucken. Weggucken. Er sitzt voll drauf, ne? Er sitzt auch voll drauf. Mist, dann müssen wir auch noch mal ein bisschen mit Vollgas einmal gegenfahren. Und rum. Also nächstes Mal merken wir uns erst das Feld fertig machen und dann die Ballen pressen. Der dreht sich einfach drauf, ne? Alter Falter. Mist, wir probieren nochmal von der Seite. Oh Mann. Das habe ich mir eigentlich alles anders gedacht. Aber hier liegen echt so viele Ballen, ne? So, und... Ja. Okay. So. So. Okay. So, und fährt er jetzt hier weiter? Oh, fährt er lang? Ich hoffe, da hinten fährt er nirgendwo drauf. So. Wir waren hier. So, einmal eine Runde. Und senken. So, ja, Leute, was gibt's Neues? Ja. Ihr seht es, Fortnite gibt's nicht mehr. Das haben wir erstmal pausiert oder erstmal auch ein bisschen sein gelassen, weil es wurde ja nicht besser. Wir müssen ja ehrlich zu uns selber sein. Ja. LS17, das behalten wir weiter. Ich mag diese Map. Die spielen wir jetzt, würde ich jetzt fast sagen. Ich will jetzt nicht zu viel versprechen, aber bis zu LS19 haben wir eigentlich hier, finde ich, fast genug zu tun, ne? Auf der Map, wir müssen noch richtig viel tun, bis wir ein großer Schweinebauer sind, also Schweinebauer, in der große Schweinemast vorankommen. Ja. Was gibt's denn noch? Ja, WoW bleibt, ja, das Hauptaugenmerk dieses Kanals ist halt WoW und LS17. Ja,
Da wollen wir mal gucken, wo uns die Reise so hinführt. So, zack, die haben auch die Reise. Ich weiß gar nicht, ob dieser Schwarz so reicht, aber eigentlich müsste das reichen. So. Jetzt müssen wir mal, fahren wir mal auf diese Seite. Aber wir müssen gegen den Uhrzeigersinn. Ach, der Schmeiß ist jetzt noch da. Schade. Mist. Dann war das doch richtig so rum. Ah, der schmeißt das ja nach da. Ja, Entschuldigung. Habe ich jetzt gerade gar nicht drauf geachtet. So, zack. So, jetzt müssen wir einfach hier an der Kante lang fahren. Weil der schmeißt das jetzt alles nach rechts. Nach links schmeißt das. Und da fahren wir ja verkehrt darum wieder hoch. Dann haben wir das. Oh, er ist fertig. Gut, dann machen wir mal kurz. So, zack. Endlich bist du fertig. So. Den Kurs haben wir natürlich nicht gespeichert. Den wollen wir auch nicht speichern. Entlassen. Zack. So. Dich tanken wir jetzt mal kurz ab. Geh. Ausfahren. Dann kann der gleich nämlich das nächste Feld dreschen. Und dann können wir in der Zeit die Ballen hier fertig pressen. Nein, wir machen erst noch das Heu fertig. Wir müssen das Heu noch fertig machen. So, dich tanken wir ab. Dich können wir auch gleich nochmal eine Getreidetrocknung bringen. Und dann können wir auch schon mal gleich das nächste Feld anmachen. Das ist dann Feld 48. Da machen wir diesmal jetzt 3 Vorgewinne. Das müsste reichen, dass wir nicht reinfallen. Wir fangen ganz oben an. Nordwest. Richtung Osten. Zeig mal. So, dann zeig mal den Kurs, zack. Das müsste er eigentlich hinkriegen, ne? 3-mal. Hat er schon wieder irgendwas vor? Ja, war klar. Uah. So, ich würde schon sagen, wir wollen auch immer langsam. So, wir machen am ersten Wegpunkt, fangen wir an. So, dann speichern wir das auch gleich mal. So. Dreschen. Feld. Was war das? 48, ne? Ja. So. Zack, dann fahren wir die mal rüber. Ah, das ist so doof. Wir müssen in unserer nächsten, wenn wir die nächsten Sachen hier, wie heißt es, wenn wir die nächsten Sachen anpflanzen, dann machen wir vorher hier Rasen, dass wir auch hier mal rüberfahren können. So. Aber wir hätten eigentlich vielleicht andersrum auch starten. Ach, egal, wir starten jetzt einfach mal. Du bist da. So, dich fahren wir mal jetzt schnell abtanken. So. Und das Gute ist, wir werden das nächste Feld auch mit Kürzblädern vielleicht die Ballen pressen. Das können wir auch mit unserer Ballenpressmaschine. Dann nehmen wir einfach den Kurs vom Drescher. Dann passt das auch. So, zack. Ja, hier steht noch so ein bisschen. Ich weiß, aber wir haben so viel. So ein bisschen kann man mal stehen lassen. So, so zack. Machen wir das Feld mal schnell fertig. So. Ein bisschen was sehen und dann können wir die Ballen auch natürlich pressen. Ich hoffe, dass. Wir müssen ein bisschen weiter rüber. Ich hoffe, dass es. Die Schwarz liegt okay, dass er unsere Ballenpressmaschine. Unsere Ballenpresse alles aufnimmt. Sonst müssten wir nochmal rüber gehen. So. Was hatten wir das letzte Mal? Letztes Mal hatten wir, glaube ich, auch nur 3 Spuren hier liegen. Letztes Mal haben wir es aber mit GPS gemacht. Ah, wir kriegen es auch ohne GPS hin. So, und hoch mit dir. Wow. So. Und runter. Und dann wollen wir mal die nächste Runde. Das müsste aber eigentlich hinkommen. Nächste Runde fahren wir dann wieder nach da. Ja, das müsste hinkommen. Wird zwar vielleicht ein bisschen liegen bleiben, das ist aber nicht so schlimm. Da gehen wir dann mit Striegel rüber und dann ist das auch weg.
So. Das ist sehr schön. Ja, oh, wir haben auch noch die andere große Wiese, die haben wir auch noch, ne? Mensch, 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 die haben wir ja auch noch, die haben wir ganz vergessen. So. Und rum. Und runter. Und die nächste Tour geht los. So, er hat noch keine Fehlermeldung reingeschmissen, ne? Unser Drescher, anscheinend fährt der super. 3 Vorgewände müsste eigentlich reichen. Er hat, glaube ich, 6 Meter. Das sind 18 Meter zum Wenden, ohne mal in so einen Graben zu fahren. Das müsste eigentlich locker hinkommen. Bin ich der Meinung. So. Dann haben wir auf jeden Fall erstmal genug Heu schon mal für die Schafe. Genau, die brauchen auch noch Silage. Die Silbersusum-Schafe brauchen Silage. Da müssten wir auch mal gucken, ob wir uns da mal das Gerät leihen und dann doch mal einmal Silageballen pressen. Also Gras. Und dann daraus Silageballen machen, ne? So, zack. Und einmal drehen. Dann machen wir jetzt hier mal eine größere Spalte. Machen erstmal die Seite. Schmeißen erstmal eine mit und dann fahren wir nochmal rüber. Dann kriegen wir hier alles mit. Genau. So, dann haben wir hier 3 Spuren. Das ist okay. Was wächst denn hier eigentlich? Kartoffeln hat der Nachbar gepflanzt. Alter, Alter. Da kriegt er ja jede Menge Kartoffeln raus. So. Dann fahren wir hier gleich nochmal runter und hoch. Da müsste das auch passen. So, mit Weizen. Er ist schon 89% voll. Oh, wir müssen gleich Weizen holen wieder. Und dann können wir auch mal gucken, was unsere Schweinefutter macht. Da weiß ich auch gar nicht, wie viel noch da ist. Wie viel wir schon hergestellt haben oder wie viel wir brauchen. Das sehen wir gleich mal. So, zack. Und dann heben wir das mal an. Dann schmeißen wir das jetzt nochmal einmal nach da, die Rutsche. So, senken wir mal. So, und einmal. Das war zu viel. Wir wollen alles mitnehmen. Sehr schön. Jetzt schon wieder. Ah, immer so ein Stückchen, ne? Aber mit den Kleinen, das ist auch noch gar nicht so leicht. So, jetzt fahren wir erstmal das Fahrrad fertig, bevor wir abtanken. Bevor wir abtanken, fahren wir jetzt erstmal das hier nochmal einmal fertig. So. Ich weiß nicht, ob das schon reicht. Ja. Also hier reicht das auf alle Fälle. Ich bin mir noch nicht sicher, wie weit es da unten ist. Ein bisschen weiter rüber. So. Hier reicht das auf alle Fälle. So. Wieder weiter rüber, wieder weiter rüber. Naja, wenn er so ein bisschen auf dem Feld liegen bleibt, ist das nicht so schlimm. In echt bleibt auch immer so ein bisschen liegen. So, dann wollen wir mal kurz ausmachen. Dann fahren wir mal da hinten nach gucken. So, ab wo wird es denn breiter? Das müsste noch alles mitkriegen. Das müsste der eigentlich alles mitkriegen. Da hinten wird es ein bisschen breiter. Ne? Hier wird es ein bisschen enger. Wir senken ihn gleich mal. Wir sagen ab hier. Hier können wir nochmal senken. So, genau. Schmeiß das nochmal ein bisschen rüber. So, genau. Sehr schön. So. Dann werden wir ihn gleich mal zusammenklappen, dann fahren wir ihn gleich weg, dann haben wir das schon mal erledigt. So. Ihn bringen wir zum zum ZH. So, der war hier drin. Und so, zack.
den absetzen. So. Du kannst einfach eigentlich mal hier kurz stehen bleiben. Der ist voll auch schön. Den können wir auch mal schnell abtanken. Boah, der ist aber auch so schwerfällig. Wir nehmen jetzt auch mal kurz den anderen dafür. Ich finde, dieser MB-Truck, der hat echt Power, aber der ist echt so schwerfällig. So, zack. Jetzt mal kurz hier bleiben. Die Ponys von meiner Tochter. So, oh, er ist auch schon bald fertig, ne? Er ist auch schon bald fertig. Das ist sehr schön. Du stehst natürlich auch sehr schön. Können wir dich nochmal abtanken? Okay, dann fahren wir jetzt erstmal den Drescher abtanken. So. Da fahren wir ein bisschen auf das Feld. Zack. So, einmal rum hier, einmal rum. Sehr schön. Ja, da müssen wir jetzt. Ah, komm. Außen. Wir fahren einmal außen rum. So, zack. Und dann machen wir es mal so ein bisschen. Bisschen gefährlich. Bisschen gefährlich. Bleibt er stehen beim Abtanken? Eigentlich hätte ich es eingestellt, ne? Bleibt auch, sehr schön. So, dann können wir hier mal die letzten paar Minuten ein bisschen weiter pressen. Zack, runter. Dass wir das Feld auch fertig kriegen. So, unser. Das müsste unser 681er sein, oder? 661er, wo sind wir denn da? Wo sind wir denn? 661er, genau. Den 681er, den haben wir gar nicht, glaube ich. Den, das wäre auch noch. Aber ich würde, ich habe einen Traktor im Sinn. Mein Lieblingstraktor, ein Fendt. Wo ist er? Wo ist er denn? Moment, Fendt. Gucken wir mal kurz. Traktoren. Da ist er, der Fendt 900 Vario. 75.000. Ah, da müssen wir so ein bisschen noch reinhauen, dass wir den kriegen. Ich glaube, da würde auch dann vielleicht der MB-Truck wegkommen. Weil der ist nicht so ganz meins. Der Wendekreis ist mir viel zu hoch und irgendwie werde ich mit dem nicht warm. Ich habe heute in echt, ist mir ein MB-Truck Tau 1600 an mir lang gefahren. Das war ein Monster mit einem Krampe. Kipper war, glaube ich, dran, genau. Das war echt ein Monster und der hat einen Sound, ey. Das ist sehr schön. So. Dann werden wir mal jetzt die zweite nehmen. Kommen wir auch besser rum. So. Der Drescher, er drescht. Es läuft anscheinend. Er macht gerade seine zweite Runde. So. Sehr schön, das passt. Dann werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge mit Ballenpressen wahrscheinlich fertig werden. Weil die Arbeit muss getan werden. Ich habe gesagt, ich tue immer was, wenn die Helfer beim Curseplay laufen, tue ich immer was. Können ja nicht hier alles laufen lassen und einfach nur zugucken, das wäre auch langweilig. So, auf jeden Fall sage ich erstmal danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge bei Let's Play LS17 auf der Map Sebasusum. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Daumen hoch. Kommentare, ihr wisst es. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Tschüss.